Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Uns fehlen noch ein paar Monde. Und die wollen wir jetzt uns holen. Hier müssen wir die Flamme erzeugen. Oh, sag jetzt, ich muss da von oben mit dem Ding da in den kleinen Bereich rein. Ne, das muss auch noch irgendwie anders funktionieren. Ich glaube, ich weiß auch schon wie. Supporte ich mich mal hier hin. Dann müssten doch Feuerbrüder sein. Ich glaube, ich muss dann eins einfach hochholen. Ja, hier sind die Feuerbrüder. Ich glaube, da hinten sind nur Hämmerbrüder. Aber die gehen nicht. Wir müssen schon die hier holen. Was ist überhaupt hier hinten? Ich kann das damit nicht so hoch. Okay, ich kann trotzdem. Na hoch, mit der guten Double Jump. Jawohl. Laterne auf dem Dach. Machen wir mal hier mal ein bisschen kaputt. War ja nicht was, ich meine, hier wäre was. Und da hatten wir das schon gemacht. Ich glaube, das war doch irgendwie so ein Schalter, aber kann sein, dass wir den schon bereits aktiviert haben, dass dann deswegen dann nicht mehr neu auftaucht. Das kann gut möglich sein. So, erstmal gehst du schön drauf. Auch noch die dummen Spinies verfolgen. Finde ich gar nicht cool. Jedenfalls, falls ich mich recht erinnere, hier war etwas und zwar. Oh, 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 oh. Ich kann mich erinnern. Ich werde das hier nicht kaputt machen. Nur hier ein bisschen was. Hoch auf die Käsefelsen. Hier waren überall Mundschatz versteckt. Überall waren sie. Müssen wir den ganzen Weg freiräumen. Komm. Das sieht doch gut aus. Da muss doch etwas sein. Hier ist auch was. Muss ich sagen, nicht eingesammelt kriege? Okay. Nee, Nummer 2, sehr wahrscheinlich hier auch Nummer 3. Nein. Wo hätten wir noch was im Angebot? Ja, da hinten. Dann hier noch in der Ecke war er wahrscheinlich was. Ja, genau. Und hier haben wir noch nichts. Jetzt müssen wir ein bisschen suchen. Lol. Kann man überhaupt stehen? Ich glaube nämlich nicht. Hier noch etwas. Ah, verdammt, noch ein Leben. Ah, hier unten, wie fies. Habe ich gar nicht gesehen. Ausgrabung in den Käsefelsen.
Okay. Komm, zeig mal die Map. Also was hier so wirklich eingezeichnet ist, ist ja nicht mehr viel. Ach, stimmt, da oben drauf. Und dann runterspringen, habe ich ja ganz vergessen zu machen. Mache ich noch. Hoffe ich. Auf jeden Fall ist hier oben noch ein X gewesen. Vielleicht einfach hier so ein Ding mit Stampfattacke machen. Ja, wirklich. In einer Spalte im Boden. Hier waren wir auch schon mal. Dann gib mir hier wieder so einen Hammer, Bruder. Denn ein bisschen kaputt machen ist angesagt. Noch ein paar Felsen, wo ich mich frage, was da noch so drin ist. Jetzt hier mein Mond ansammeln, damit ich schön voll geheilt werde. Ist auch so toll, wie man hier Double Jumps machen kann. Und zwar hier und dann irgendwie. Genau, hier ist dann so eine goldene Rübe und die muss man dann wirklich zum Ende exportieren. So, ich brauche doch hier keinen Hammer, Bruder. Den Weg frei zu machen, das schaffe ich auch so. Und die goldene Rübe jetzt hier reinwerfen. Und dann sollte hier oben ein Mond spawnen. Und genau so ist es. Goldrübenrezept 3. Und hier haben wir auch Peach. Peach im Schlemmerland. Haben wir noch irgendwo ungewöhnliche Raumschiffteile oder Flugobjekte? Flugobjekte trifft es besser. Nee, sieht nicht danach aus. Nein. Da sind hier noch ordentlich Monde. Drei Stück. Ja, hier im Sattbereich war klar, aber was ist denn hier unten? Hier ist angeblich auch noch was. Ah! So kann man es sich auch holen. Und jetzt noch eine geile Rettungsaktion. Das war doch skillig, oder? Hier war doch dieses Fleisch da, wo dann da mit dem Vogel dann hochgetragen wurde. Und nicht dieser Sub-Bereich, an den kann ich mich erinnern, der war scheiße. Egal. Also man musste hier alle diese Dinge anzünden und auch wirklich alle. Das ist so übelst nervig. Okay, noch. Ey! Du hast ja mal voll mein Dings. Ekelhaft. Okay, Flamme Nummer 2 aktiv, aber ich habe noch ein Leben. Stück erstmal, please. Hier schon direkt wieder respawned.
dann hier hinten. Jawohl! Okay. Kerzenhalter im Getriebe. Und Kletterei im Zahnradgetriebe. Kein Kommentar zu den Namen. Ja, dann hätten wir schon alles. Jetzt noch das X und dann die Monde, die nicht eingezeichnet sind. Aber die werde ich selbstverständlich offscreen machen, beziehungsweise unkommentiert holen. In einem kleinen, aber feinen Zusammenschnitt. Warum habe ich es gecaptured? Also, wie man da hinkommt, ich würde jetzt einmal sagen, mit einem guten Long Jump. Ja. So kommt man da hin. Viele fehlen noch. Okay, dann ist das soweit. Ich sag ciao, Leute. Und jetzt kommt die Schnellzusammenfassung. Thank you.
Come on.
Woohoo!